Sieht aus wie ein Haufen Gartenschläuche, ist aber ein schlaues System. Knallt im Sommer die Sonne auf diese Fläche, wird das Wasser in den Schläuchen warm. Und deswegen ist Bürgermeister Röder richtig stolz auf sein Schwimmbad in Hofbieber in der Rhön. Das braucht nun keine alte Ölheizung mehr, sondern ist klimaneutral. Den Schläuchen und Solarzellen sei Dank. Damit wir das Thema anschieben konnten, war ganz wichtig, dass es das Schwimmprogramm von Hessen gab. Weil ohne diese zusätzlichen Landesmittel, man kann immer hier mal in der Region, auch insbesondere beim Landkreis, was organisieren, aber ohne die Fördermittel des Landes beim Swim, glaube ich, wäre die Initialzündung ferngeblieben. Solche und ähnliche Ideen sollen die Zukunft sein, sagen die beiden Minister, als sie heute den neuen Klimaplan erklären. Der bisherige lief zwar noch, doch so erzählen sie, sie wollten die Geschwindigkeit erhöhen. Und in einem Wahljahr macht sich so ein Heft mit einem Plan zum grünen Kernthema Umwelt durchaus gut. Die Minister stolz drauf, 90 Maßnahmen stehen drin. Drei Beispiele. Vor allem sollen erneuerbare Energien ausgebaut werden. Es sollen Biotope besser vernetzt werden, damit Tiere hin und her wandern können und unter anderem auch Moore wieder belebt werden. Die Moore speichern weltweit mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Und das gilt natürlich auch für Hessen. Und wir haben Waldmoore, die sind ausgetrocknet, weil dort Kanäle gelegt wurden, damit das Wasser wegfließt. Und das müssen wir jetzt wieder ändern, damit dort CO2 gespeichert werden kann. Es sind viele Bausteine, die zusammen zum Ziel führen sollen. Hessen klimaneutral 2045. Das sei zu fern, zu langsam, sagen Kritiker wie Fridays for Future. Hessen schummelt sich an seiner klimapolitischen Verantwortung vorbei. Dieser Plan ist viel zu unkonkret. Das Ziel dieses Plans, Hessen bis 2045 klimaneutral zu machen, geht schon meilenweit an dem vorbei, was wir eigentlich brauchen. Klimaneutral schon 2030 fordern die Schüler. Doch bis dahin will die Landesregierung Treibhausgase erstmal nur reduzieren um 65% im Vergleich zu 1990. Klimaneutral dann also 2045 und selbst das, so die Minister, sei ziemlich ambitioniert. Wenn Sie daran denken, dass wir Millionen von Gebäuden haben, die wir anfassen müssen, wo wir dafür sorgen müssen, dass die energieeffizienter sind, dass Wärme gedämmt wird, dass Schritt für Schritt immer dann, wenn ein Heizungsaustausch ansteht, auch eine neue Heizung eingebaut wird, die eben nicht mehr mit Öl oder Gas funktioniert, dann ist klar, dass 22 Jahre ziemlich kurz sein können. Der Weg sei weit und brauche eben Zeit, damit alle mitgenommen werden und das Ergebnis stimmt. Wie in Hofbieber. Der Bürgermeister dort ist stolz auf sein klimaneutrales Schwimmbad und kann den Sommer kaum erwarten.